klar. Viel Glück bei der Verlosung, Leute. Columbia, Jahrmarkt und Verlosung. Ich geh kurz rauchen. Zur richtigen Veranstaltung zu gehen. Er ist stark beim Schwert, aber recht schwach bei Schlüssel und Rolle, wenn er mich fragt. Sinnloser Himmel, milde Temperaturen bei leichtem Wind aus guten Glauben. Unterschiedlichen Richtungen am Nachmittag. Kurz und gut, schönstes Feiertagswetter Columbia. Und nun wieder Musik. Was soll denn das sein? Schweinenasen. Sieht so aus, ne? Hier war was? Artio-Benutzer. Wir wollen doch Radio hören. Zack. Dieser Style ist einfach nur der Wahnsinn, ey. Das haben sie echt drauf. Oh, es geht hier. Hallo, Herr Pommer. Zum Anstecken? Wir sammeln für die patriotische Mädchenliga. Vielleicht ein andermal. Würde sich aber toll machen an Ihrem Revier, falls Sie sich's anders überlegen. Ich bin hier. Steigt ins Taufwasser. Als anderer Mensch entsteigt er ihm, wiedergeboren. Aber wer ist dieser Mann, der da untergetaucht ist? Vielleicht ist er Sünder und Heiliger in einem, bis ihn die Menschheit wieder erblickt. Pommer, just for your information, I just started the game. And I'm going through blind. Never played it before.
dieses Gerede verdauen. Werd mir bloß nicht so ein Finkenradikaler, John. Ich will keine Rolle geben. Finkenradikaler? Was ist denn ein Finkenradikaler? Überall lassen sie das Geld liegen. Hier finde ich sie, haben sie gesagt. Telegramm für Sie. Telegramm für Sie, Sir. Der Witz, Stop. Machen Sie Comstock nicht auf sich aufmerksam, Stop. Was immer Sie tun, nicht Nummer 7710, Stop. Lutess. Was zum... Nicht Nummer 7710. Okay. Guten Tag, mein Freund. Hallo. Sieh sie dir an. Ist sie nicht eine Schönheit? Weißt du, alle Einwanderer sind hier durchgekommen. Ich wünschte, die würden noch normale Leute aufnehmen. Heute musste schon jemand sein. Ist das noch Feuerwerk oder macht hier irgendwas laute Laufgeräusche? Hallo, mein Freund! Hoi! Das sind Hirngespinste. Das sind keine armen Menschen. Ich spreche. Kann ich mal hier durch, Kumpel? Die Straße ist gesperrt, Kumpel. Die bereiten schon das Feuerwerk vor. Da hinten ist genug TNT, um ganz Peking in die Luft zu jagen. Wieder mal. Na, gesperrt. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Taten zu vollbringen. Ihr wisst ja, der Prophet ist fair und freundlich. Und er hat Mr. Jeremiah Fink gebeten. Und zwar persönlich, euch diese Wunder zu bescheren. Gelobt sei unser Prophet. Gelobt sei unsere schöne Stadt. Seinen Fingern abfeuern kann. Würdet ihr mir glauben? Oder dass ein Mensch einen tonnenschweren Hengst einfach hochheben kann? Würdet ihr das glauben? Nun, Freunde,
Ich sage euch, das sind keine Hirngespinste. Das sind keine Ammenmärchen. Nein, Herrschaften, ich spreche von Kräften. Produziert von Mr. Jeremiah Fink persönlich. Wer von euch hat die göttliche Gabe einer Kraft schon versucht? Ein Schluck und ihr seid in der Lage, die unglaublichsten Taten zu vollbringen. Ihr wisst ja, der Prophet ist fair und freundlich. Und er hat Mr. Jeremiah Fink gebeten, und zwar persönlich, euch diese Wunder zu bescheren. Gelobt sei unser Prophet. Gelobt sei unsere schöne Stadt. Okay. Wenn ich sagen würde, dass ein Mensch Blitze aus seinen Fingern abfeuern kann, würdet ihr mir glauben? Oder dass ein Mensch einen Tonnenschwer einfach hochheben kann? Nun, Freunde, ich sag... Junger Mann, junge Dame, versuchen Sie die unglaubliche Kraft. Das sind keine armen Kinder. Versuchen Sie die unglaubliche... Ich versuch's. Okay. Schauen wir mal. Hä, ich raus da. Hä? Nochmal. Solo auf den Skylines zu fahren, war die Idee von Jugendlichen. Kleine Draufgänger. Hatten nicht mal ordentliches Gerät dafür. Selbstverständlich. Easy. Was ist denn bockender Bronco? Außerdem habe ich das Geld nicht. Kann ich da mehrmals spielen? Ja.
Nochmal. Schon, aber ich kann die nicht auseinanderhalten. Weißt du denn gar nichts? Kräfte sind eher aggressiv. Man kann damit Feuer spucken und solche Unsinn. Milo Schmilo. Geschluckt und dann gestreikt. Hat ein öffentliches Telefon Sie nicht mit Ihrer Liebsten verbunden? Kommen Sie her. Mit einem Flüstern hören dir alle. Oh Gott, was habe ich getan? Geh fort mit deinem Herz. Echt, das war's? Mhm. Press to turn machines into allies. Okay. Verdammt, was war das? Das scheint das gleiche zu sein, was wir gerade gesehen haben. Versuche beim Karten auf eine Beherrschung anzuwenden. Kann ich die einfach nehmen? Kann ich einfach nehmen. Was ist das jetzt? Jetzt treibt der die ganze Zeit rum. Verstehe. Ich will aber jetzt noch nicht. Schnorchel. Wie Geschmacks. Wenn man so stark ist wie so der Traum. Was ist so falsch an Vanille? Tag, Seemann. Aus welchem Hafen kommst du denn? Hast du da gerade Sturm? Du verstehst, was ich meine, oder? Eine Schwäche für Eiscreme. Ist aber mein einziges Laster. Graf ist auch nicht alles. Ach, was weißt du schon? Ah, okay, das sind die Kräfte wahrscheinlich. Fucking Bronco. Murder of Crows.
Das haben wir. Den unglaublichen Handyman. Ist er ein Mensch oder eine Maschine? Nur ein typisches Genie konnte solch ein Wunder erschaffen. Oh, warte mal. Ja. Schön inhalieren. Nee, drin hockt. Voxaphone, Voxaphone! Hören Sie heute, was Sie gestern sagten. Sagen Sie etwas, Freund. Was ist dein Voxaphon? Wie der Name sagt, ein Stimmenwiedergabegerät. Hey, aber zahlen tue ich dafür nichts, klar? Nur eine Demonstrationsherr. Hast du schon neue Kräfte? Ist sicher. Hotdogs! Alexander Hotdogs! Kolumbias Beste! Die Wunder an Fortschritten Wissenschaft, die wir schon erlebt haben. Bald? Schon mal benutzt? Oh Gott, nein, wäre das nicht verliebt. Ich schon! Entwickelt von Fink Industries für uns. Doch, hätte mir fast die Fenster weggepustet. Equus Mechanical, der automatische Hengst. Das Pferd der Zukunft, schon heute. Leichtigkeit zur Arbeit und wieder nach Hause. Oder zu einem romantischen Ausflug mit der Frau. Wie sitzt du und rauchen? Gibt's denn nicht? Illegal. Probier's mal. Was muss ich hier treffen? Wie kann man da 20 Punkte kriegen? Nochmal. Geh weg. Hallo. Oh. Gleich nochmal, ich will die Zigaretten auch haben. Ja,
Sie in den Himmel frei! Ran an die Blinde! Wir haben Kraft schon versucht. Der Prophet ist fair und freundlich. Dieser oder wie? Gentlemen, wer erhebt die Waffe gegen diese abscheulichen Heiden? Seien Sie ein Held und gewinnen! Oh, da ist einer! Knall ihn ab! Ruhe! Zahl. Kommt, lasst mich durch. Kopf oder Zahl? Zahl. War klar. Das ist nie so befriedigend, wie ich es mir vorstelle. Kopf hoch. Nächstes Mal klappt's. Ja, wahrscheinlich. Und hier machen wir auch wieder einen Cut. Ich sag, bis demnächst.